Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Warframe. Diesmal Marus Ayatan Mission. Im letzten Video habe ich ja über Marus Bazaar gesprochen. Und diesmal die komplette Mission aus Marus Bazaar, sozusagen die Ayatan Schatzmission. Das dreht sich hier alles für die Leute, die es noch nicht kennen, die Warframe begonnen haben oder sich darüber informieren wollen. Marus Ayatan Mission findet ihr im Marus Bazaar. Der ist mittlerweile nach dem Planes of Eidolon Update auf dem Mars zu finden. Und ihr könnt dort natürlich hinfliegen und euch Maru schnappen und sagen, gib mir Ayatan Skulptur. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Ihr müsst natürlich dafür eine Mission erledigen. Also erstmal zu Marus Bazaar. Dort angekommen müsst ihr mit Maru erstmal sprechen, um die Mission anzunehmen. Wie gesagt, ihr könnt hier auch handeln, Sachen verkaufen, Sachen kaufen oder anbieten hier im Bazaar an die Leute, die da sind. Hey, did you hear, Tenno? I'm turning everyone's Ayatan treasures into Endo. Hey, welcome to my bazaar. Tenno from all over the system come here to trade. Do I have any leads on hidden Ayatan? That's the spirit. Let's go! So. Von Maru könnt ihr unter anderem eine Ayatan-Schatzmission annehmen. Einmal pro Woche könnt ihr dort ein Ayatan oder könnt ihr dort eine Ayatan-Skulptur abgreifen, euch schnappen, wenn ihr die Mission erfolgreich abschließt. Ihr könnt diese Mission öfter starten, nur bekommt ihr nur einmal die Woche eine Ayatan-Skulptur daraus. Okay, you know the drill. Get in. Get the Ayatan treasure. Don't get killed. Simple. Right? So, dort angekommen werdet ihr noch angewiesen von Maru, was ihr denn nicht machen sollt, euch nämlich erschießen lassen. Und dann geht's hier los im Void. Hier im Void gibt es eine ganze Menge versteckter Räume und Möglichkeiten, Mods zu bekommen. Und natürlich unter anderem auch Ayatan-Sterne. Ich bin immer versucht, die ganzen Räume zu holen. I stumbled across an Orican Codex that said this tower was known for its beautiful Ayatan treasures. Unfortunately for you, it was also known for its deadly security apparatus. Ja, genau. Hier gibt's genug Fallen und alles Mögliche. Hier unter mir, ihr könnt hier mit dem Fahrstuhl runterfahren, da könnt ihr euch auch was holen. Die Ignis, also der Flammenwerfer, den ich hier sozusagen habe, der hat da schon ein bisschen was zerstört. Ich bin immer versucht, alles zu holen, aber macht jetzt in diesem Video keinen Sinn. Ich versuche mich mal zu beeilen. Hier unter uns war auch ein Versteck. Darüber wollte ich demnächst Videos machen. Was es denn hier im Void alles so gibt. Und unter anderem die, ja sag mal, versteckte Räume und Verstecke, wo Kanister oder wo diese Lagercontainer sind. Wenn ihr hier draufsteigt, kann es sein, dass hier diese, ja, sag ich mal, Geschütze, die wie Orokin-Drohnen aussehen, ausgelöst werden. Und dieser Raum oder diese Räume in den Wänden öffnen sich nicht immer. Hier seht ihr diese Kanister. Und aus denen können Ayatan-Sterne und Mods rausfallen. Wie gesagt, darüber werde ich demnächst ein eigenes Video machen, weil das sind so viele und so umfangreich. Und natürlich über diese, sag mal, Hindernisläufe oder diese Herausforderungsräume hier im Void und die Verstecke werde ich eine eigene Videoreihe machen, weil das ist eine ganze Menge. So. Da haben wir ihm mal die Ayatane weggeschossen. Würde ich mal sagen. So, wer zu blöd zum Springen ist, poliert hier schön das Gold in den Wänden. Und, ja, ich bin immer versucht, hier alle Sachen zu holen, wie unter der Brücke gerade da, wo wir waren. Ja, ich versuche mich zu beeilen. Obwohl, naja, wenn wir schon hier sind, dann, der Fahrstuhl ist auch gerade nicht da. Hier mal ein Sprung in die Seite oder von unten hochgeklettert. Ist einer dieser, ja, Verstecke, sag ich mal, wo man denn auch Sachen bekommen könnte. Unter anderem Mods. Es ist nicht sicher, dass man die hier bekommt, aber
es ist auf jeden Fall eine Chance, dass man hier Mods aus diesen Lagercontainern, nicht aus allen, sondern aus bestimmten versteckten Räumen bekommt. Ab nach unten, von oben sind wir ja gekommen. So, hier ganz oben ist zwar auch ein Raum, aber über den kümmere ich mich jetzt nicht, weil sonst würde das Video eine Stunde lang werden, wenn ich hier mindestens eine Stunde... Hier kann man, auf diesen Druckplatten kann man hier diese Death Cubes, diese Fallen, die auslösen. Ja, und dann hindert das so ein bisschen die Leute daran, einen zu folgen oder sowas in der Art. So, hier kommt man in einen dieser Parcoursräume, der wird ja schon angezeigt. Well, this should be fun. Maybe you should stretch first. You know, limber up. So. Kommt ihr in einen Raum, der hier so aussieht und tritt hier auf die Platte, geht diese Tür auf. Wenn ihr zu langsam seid, geht sie wieder zu. Dann gibt es noch eine Platte, da gehen teilweise die Wände rechts und links auf, müssen aber nicht, und die Laser vor euch an. Es gibt hier mehrere Kombinationen von Türen, die hier so auf und zu gehen können. Und also zwei Varianten von diesem Parcours. Oder diesen Herausforderungsräumen. So, das ist der einfachere. Ihr müsst hier durch viele Laserschranken oder Laser euch auf die andere Seite begeben. Und my, oh my, I think you found it. So, gib her den Ayatan. Ha, you got it. Now bring it home. Ja, so, das war's. Hier findet ihr die Ayatan-Skulptur und einen Doofen, der Scheiße an der Füße hat und immer runterfällt. Diese Ayatam-Skulptur gibt es hier aber nur in den Schatzmissionen von Maru. Ansonsten ist in diesen Räumen sind Fallen und viele Container. Und in all diesen Containern hier, na gut, hier sind aber nur Geschütze, es können auch Laser sein, also je nach Ausführung des Raumes können hier, also ihr aus diesen Containern könnt ihr coole Mods bekommen. Natürlich, die alle schon haben, nicht. Hier zum Beispiel Kontinuität, Fertigkeitsdauer oder Fähigkeitsdauer. Und das ist natürlich wichtig für die Leute, die hier anfangen. Und Mods brauchen Fluss, maximale Energie zum Beispiel. Und sowas. Also hier gibt es eine ganze Menge, die ihr hier erbeuten könnt. Normalerweise könnte man jetzt hier raus. Ich zeige euch aber nochmal so ein paar Nebenräume. Hier gibt es eine ganze Menge an Kombinationsmöglichkeiten, die sich je nach Level, nach Runde ändern. Wenn ihr sagt, oh, diese Mission sah bei mir aber anders aus, kann das daran liegen, die Mission natürlich in Warframe, werden die meisten schon wissen, aber ich sage es trotzdem, ändern sich mit dieser Ayatan-Mission von Maru. Das kann ich nicht bestätigen, noch nicht bestätigen, weil ich die jetzt nicht zweimal hintereinander gemacht habe. Aber die Level werden sozusagen ausgewürfelt. Wenn ihr ein Level auf der Erde zum Beispiel dreimal spielt, wird es dreimal anders aussehen dort. Und deswegen sind die, kann man nicht sagen, ihr geht jetzt dann links, ihr geht dann rechts, da und da ist der Raum. Sondern man muss, wenn man in einen Raum kommt, ah, okay, das ist so ein Raum. Und dann muss man diesen Raum zeigen. Und wenn ihr hier seid und diese Sachen hier nicht so hier vorfindet, dann liegt es daran, dass ihr eine andere Version dieses Herausforderungsraumes habt. Oder auch eine andere Herausforderung hier stattfindet. Also es gibt zwei Varianten, die sich aber noch durch verschiedene Türen unterscheiden. So, hier kommen natürlich die Leute. Ich könnte jetzt rausrennen, aber irgendwie, war ich der Lootgeier hier. So, hier gibt es noch verschiedene Schränke, das wollte ich euch noch zeigen. Und je nachdem, wie sich diese Türen öffnen, sind zum Beispiel hier rechts und links die Schränke da oder auch nicht, weil die Wände aufgehen oder halt nicht. Je nachdem, wie es ausgewürfelt wird hier, wie dieser Parcoursraum oder sagen wir Herausforderungsraum ist besser, denn gestaltet ist. Da es halt mehrere Versionen davon gibt. Ob die Schränke jetzt grün sind, rot sind oder nicht da sind, so ungefähr. Hier habt ihr auch noch Geschütze, die Orokin-Geschütze, die hier an sein können oder auch nicht. Und diese ganzen korrumpierten Gegner.
die euch natürlich auf die Ayatane gehen können. So, hier gibt es eine ganze Menge an Schränken. Da wir jetzt hier in diesem Herausforderungsraum sind, zeige ich euch auch die, die jetzt hier gerade verfügbar sind. Mit der Ignis zum Beispiel könnt ihr auch durch die Wände die Gegner erledigen. Bis zu einer gewissen Dicke geht die durch Hindernisse durch. Und die Wände, die nicht aufgehen, zum Beispiel hier im Void, könnt ihr damit, wenn ihr wisst, dass die Container dahinter sind, die Container öffnen. Wenn Ayatan rausfällt, könnt ihr den natürlich nicht holen. Hier kann man nochmal oben auf die an die Schränke kommen, über diesen sozusagen Wasserstrahl, der nach oben geht. Sollte man einen Proktologen aufsuchen. Aber ansonsten könnt ihr damit die Schränke öffnen. Genauso wie mit der vierten Fähigkeit vom Excalibur. Der ja sein, wenn ihr die vierte Fähigkeit aktiviert habt und Nahkampf drückt, dann geht seine chromatische Klinge oder seine Klinge, die diese Wellen, die ihr aussendet, die geht auch durch Wände. Und da könnt ihr auch Container hinter den Wänden öffnen. Aber dazu mache ich noch ein eigenes Video, wo ich das genauer erkläre, weil das würde hier ein bisschen zu weit führen. So, ich versuche mich dann auch zu beeilen. Jetzt sind sie alle auf der anderen Seite. Oh, da ist noch eins. Und da wir jetzt hier im Orokin-Haus sind, machen wir einen Roundhouse-Kick. So, hier gibt es eine ganze Menge an verschiedenen Varianten dieser Räume. Und in manchen könnte was versteckt sein, in manchen Varianten nicht. Hier unter der Brücke wäre zum Beispiel auch noch was versteckt, aber das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. Über alle Räume, die ich bis jetzt gefunden habe, oder alle Verstecke, mache ich eigene Videos. Die kommen demnächst. Und wie man Munition verschwendet, seht ihr in diesem Video. Okay, den Raum nehmen wir auch nochmal mit. Der ist jetzt hier... Bin ich zu geizig, um den stehen zu lassen. So, diese komische gelbe Glyphe, die da gerade in der Tür war, die ich aufgehoben habe. Oh, wir sind doch nicht unhöflich, wie lassen den ausreden. Das war, das war für den Fokus, wenn ihr den inneren Krieg abgeschlossen habt und euren Fokus ausgewählt habt und eine Linse in euren Warframe, eure Waffe oder in beiden habt, dann könnt ihr solche Glyphen finden, wo ihr dann Bonuspunkte sammeln könnt. Das sind so Haufen Mods, die wir hier bekommen haben, auch recht vernünftige dabei. Und eine Ayatan-Skulptur von der Ayatan-Schatzmission von Maru. Und das war's eigentlich auch schon. Mehr gibt's dazu auch erstmal nicht zu sagen. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei eurer Ayatan-Schatzsuche. Und über die Parcours-Räume und alles, also die Herausforderungsräume im Vault, mache ich ein eigenes Video. Ich hoffe, ich schaffe das so schnell wie möglich, damit ihr eure Ayatan-Mission, euch das also für eure Ayatan-Mission angucken könnt. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euch mein Video anzugucken. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Oder ein Abo für beides umso mehr. Danke und auf Wiedersehen. Tschüss.